Ja, hallo. Hier kommt wieder ein sogenanntes möchte gern Unboxing-Video. Für ein Unboxing-Video hätte ich die Lampe zulassen müssen. Ich musste sie allerdings schon ausprobieren, da ich den Einsatz schon dieser Lampe benötigt habe und ich in der Zeit leider kein Video drehen konnte. Deswegen hole ich das jetzt nach. Und zwar auf der Suche nach einer guten Fahrradlampe für mein ATB. War ich eine Zeit lang im Internet unterwegs und bin auf diese Lampe gestoßen. Die Philips Saferide, zweite Generation, mit 80 Lux. Es sind viele angegeben im Internet, aber ich suchte auch eine, die relativ preiswert ist. Diese Lampe hat mich jetzt 55 € gekostet und ist von Philips hoch angepriesen. Und auch von den Kundenbewertungen. Da gibt es ja immer viele. Ich habe mich jetzt von denen, die da doch raushörbar waren, die so eingefleischte Busch-und-Müller-Fanatiker oder auch, na, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, auf jeden Fall namhafte Anbieter. Im Lieferumfang waren enthalten. Diese Quick-Anleitung. Es hieß zuerst im Internet, dass diese Lampe mit zwei Haltern ausgestattet geliefert wird. Einem Kugelkopfhalter und diesem starren Halter, wie er hier abgebildet ist. Hier war jetzt nur der starre Halter drin. Was jetzt für mich nicht so tragisch war, weil so umgeht man dieses ganze Klimbim am Lenker. Und der Kugelkopfhalter war auch durchweg recht schlecht bewertet worden. Ja, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Mit dabei war Ladegerät und Ladekabel. Mit diesem Micro-USB auf Normal-USB. Ein Philips Lade-USB-Stecker. Der im Übrigen, wenn ich das hier richtig entziffer, 1000 mAh Ladestrom liefert. Das ist schon, joa, ganz ordentlich, möchte ich mal meinen. Man kennt das ja sonst mit diesem 500 mAh Ladestrom. Wobei ich jetzt bei dieser Lampe doch etwas skeptisch bin mit diesem Ladestrom. Ja. Wenn es denn auch mal wieder hier reingeht. Na, verkehrt rum, egal. Diese Lampe wird betrieben mit vier handelsüblichen Mignon-Akkus. Hier sind jetzt welche bei gewesen mit 2600 mAh Strom. 80 Lux, 2,5 Stunden wird die hier auf voller Leistung beworben mit Leuchtdauer und bei 35 Lux 8 Stunden. Ob das so hinkommt, weiß ich nicht. Das werde ich ausprobieren. Was mir wichtig war, man sieht es hier, Straßenverkehr zugelassen. Dann gibt es hier noch so ein paar schöne Bildchen, was bei einem Standard 10 Lux Scheinwerfer ausgeleuchtet wird und bei diesen 80 Lux. Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber das hier kommt wirklich ganz gut hin. So, das stellen wir mal beiseite. Ich will euch ja die Lampe zeigen, welche das dann so wäre. In der zweiten Generation ist wohl die Halterung überarbeitet worden und auch die Ladezustandsanzeige, die bei der alten hier mit blauen LEDs drauf zu zeichnen war, dieses ist hier nicht mehr. Wir haben da drin zwei von diesen Hochleistungs-LEDs, kann man da sehr schön sehen. Und der Reflektor ist wirklich mächtig. Diese Lampe ist relativ schwer, was bei vielen als negativ bewertet wurde. Ich muss sagen, okay, mich stört es jetzt nicht unbedingt. Ich fahre ein Pedelec, von daher ist das okay. So, hier haben wir dann den Anschluss für den Ladeanschluss, den ich persönlich nicht nutzen werde. Aus folgendem Grund: Mignon-Akkus, die mit einem so hohen Ladestrom laufend geladen werden. Ich meine, die heutigen Mignon-Akkus sind schon gut, aber auch die Restladung, die meistens drin enthalten, macht auf Dauer so einen Akku kaputt. Deswegen werde ich diese extern laden mit einem einzelschachtüberwachten Mikroprozessor-Ladegerät, damit ich lange Freude daran habe. Ein paar Ersatzakkus einzupacken ist auch nicht verkehrt,
Aber sollte einem wirklich mal der Saft unterwegs ausgehen, so kann man an jeder Tankstelle neue besorgen. Ja, was gibt's zu sagen? Das Ding ist aus Alu. Sehr wertig, wie ich finde. Und mit Knopfdruck geht sie an, startet mit 35 Lux und über den zweiten Knopfdruck dran auf 80 Lux. Hier in grün zu sehen ist jetzt die Ladezustandsanzeige in diesem Ring um den Schalter bzw. um diesen Druckknopf, die von grün auf orange und dann auf rot wechselt, wenn die Batterien dann leer sind bzw. der Akku. Langes Drücken schaltet wieder ab. Joa, ich werde sie jetzt mal eben öffnen. Ich hatte hier auch irgendwo mir das passende Werkzeug hingelegt. Ach da. Ja, wer sucht, der findet. Ach, ja. Sie ist öffnungsfähig. Vorher war das wohl irgendwie nur ein Schlitzschraubendreher. In der zweiten Generation ist dieses durch einen Kreuzschlitz ersetzt worden und man könnte ihn auch mit einer Münze öffnen. Da ist so ein breiter Schlitz ausgefräst. Wir machen das aber jetzt mal mit dem passenden Werkzeug. Relativ lang die Schraube. Dann kann man diese Lampe auch schon öffnen. Man hört es, kein Kunststoff, sondern ist Alu. Hier ist noch eine Schutzfolie eingeklebt. Ja, so sieht das Teil dann von innen aus. Wie gesagt, die vier Akkus, handelsübliche Mignon, funktionieren. Ansonsten gibt es da nicht wirklich viel zu sehen dran. Ist halt ganz nett gemacht. Und dann macht man sie auch schon wieder zu. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. So, wir beginnen mit der ersten Stufe. Das sollen diese 35 Lux sein und ich muss sagen, das ist schon, ja, ist ganz nett. Wird umworben, dass das diese City-Funktion sein soll und somit dann bei normalen Straßenlaternenausleuchtungen und so als Lichtbedarf reicht. Ich kann dieses nur bestätigen. Der Lichtkegel, man sieht es, er ist nach oben hin etwas abgeschnitten, wobei man diese, ja, Verspiegelungen aus dem Rand sieht, aber das stört nicht weiter. So, jetzt schalten wir die zweite Stufe hinzu. Bedeutend viel heller. Also da kommt schon richtig gut Licht drüber. Wir haben hier einen circa 5 Meter, ja, 5 Meter. Also sagen wir, es sind 2 Meter breiten Lichtkegel, der auf die Entfernung natürlich noch ein bisschen breiter wird. Videos hierzu mache ich noch. Die werden dann hier angefügt und dann mit abgespielt. Also das macht schon echt Laune, mit dem Teil zu fahren. Mit einem erneuten Druck reduziert man wieder die Lichtstärke oder setzt sie wieder rauf. Langes Drücken schaltet diese Lampe dann ab. Ja, die Philips Safelight mit 80 Lux. Ich muss sagen, ich habe den Kauf nicht bereut, auch wenn viele Kundenbewertungen recht negativ über diese Lampe gesprochen haben. Aber für mich ist sie, also der hauptsächliche Negativgrund war das Gewicht und dass die Akkus da drin kacke wären. Ich kann das so jetzt im Moment noch nicht sagen. Und ja, Langzeitberichts werden natürlich noch kommen. Und alles Weitere seht ihr dann in den weiteren Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.